Einen wunderschönen Abend aus Hamburg vom Figurmacher Andreas Scholz. Heute wieder Podcast on Demand zusammen mit Frau Dr. Almstedt. Und Frau Dr. Almstedt, die hat das noch nie gemacht. Und deswegen werden wir ihr jetzt helfen, dass sie kriegt es gleich hin, da einfach drauf zu drücken und dann ist sie drin. Wollen wir sehen, ob es klappt. Aber schön, dass ihr schon da seid. Oh, jetzt passiert was. Hey! Ja, es passiert, es geht. Hat wunderbar geklappt. Das geht super. Ganz einfach. Ja, es ist überhaupt nicht schwierig, es ist auch überhaupt gar kein Problem gewesen. Juhu. Alles gut. Sehr schön. Ja, ich liebe ja eigentlich sowas. Es ist herrlich, dass wir das heute Abend so unkompliziert gestalten können. Und das können wir gerne häufiger machen. Alles gut. Natürlich. Die Frauen warten auf dich. Ja, die haben schon. Ich habe letztens auf irgendeinem Geburtstag abends jemanden angesprochen und meinte, sag mal, also meine Schwester, die sagt immer zu mir, du, ich höre mal abends Andreas und Petra zu. Die Petra sagt, sagte sie neulich, so herrlich. Ja. Ich so, wo hat sie das denn gehört? Ja, natürlich auf Insta mit Andreas zusammen. So, ja, siehst du, das ist schön. Das war schon abends ein Partythema. Das war auch ein herrlicher Abend. Und irgendjemand sagte dann immer von da aus, irgendjemand zog mich dann von hinten auf und sagte immer, na, also Petra sagt. Ja, also gucken wir jetzt mal, was Andreas sagt und was ihr Rest sagt. Ich freue mich, euch dabei zu sein und ich freue mich, dass wir heute gemeinsam ein paar spannende Themen wieder besprechen können. Ihr habt ja da ganz interessante Sachen schon reingeschaut. Ja, es ist schön, dass du so herzlich bist und vor allen Dingen immer dabei bist. Für uns ist das eine ganz große Ehre, dass eine Frau Doktor, Endokrinologin und Diabetologin sich Zeit nimmt, für das normale Volk zu sprechen und ohne Rechnung heute. Das ist schon mal sehr schön. Gerne, immer gerne. Ja, genau. Ich finde das toll, dass du das so machst, weil ich glaube, es ist so wichtig, so Infos zu verteilen, also so Informationen. Und es gibt immer noch so viel Irritation und so viel, ja, wie soll ich sagen, ja, Verwirrung einfach zu dem Thema. Und es ist mein Herzenswunsch, es ist mir eine totale Vision und du hilfst dabei total, finde ich, wirklich das umsetzen zu können. Und wirklich, ja, und das ist ja eigentlich so schön, dass wir uns da so unkompliziert jetzt austauschen können. Und ja, ich freue mich immer, wenn man da ein Puzzleteil. Ich hatte eben auch noch eine Patientin, die sich irgendwie, es ging nicht anders und mit der arbeite ich auch ganz nett zusammen. Mit der wollen wir auch eine digitale Gesundheitsplattform organisieren. Und der habe ich trotzdem ihre eigenen Befunde einmal so ausführlich erklärt. Und sie konnte gar nicht glauben, was man eigentlich so alles aus diesem Gesamtzusammenhang, auch so zwischen den Zeilen, sage ich immer, aus dem Blutbild oder aus der Situation lesen kann und wie schnell man dann in die verschiedenen Themen wieder über Gesundheit, über Aufklärung, über ja, über den ganzen Stoffwechsel, wie man da reingehen kann. Und irgendwann meinte sie so, oh Gott, jetzt muss ich aber los und hat gar nicht realisiert, wie schnell die Zeit vergeht und hatte noch 1000 Zusatzfragen. Und da knüpfe ich gerne oder da knüpfen wir immer gerne wieder an. Und sie war auch ganz belesen oder ganz informiert und sagt, trotzdem habe ich das teilweise noch nie so gehört. Das ist ja das Thema, dass viele Frauen da leider allein gelassen werden. Und das ist heute auch wieder so ein Thema. Das höre ich also immer wieder. Die normalen Hausärzte, nichts gegen die Hausärzte, überhaupt nichts. Sie haben alle ihren tollen Job. Die kennen sich aus mit Antibiotika, mit allem, jetzt Grippe und alles. Aber wenn es um Hormone geht und so, dann nicht. Oder auch so, ja, der Arzt hat gesagt, alles ist in Ordnung. Der hat dann gesagt, das große Blutbild ist in Ordnung. Und wir beide wissen und ganz viele wissen mittlerweile, das große Blutbild ist gar nicht groß. Das heißt nur groß, weil es auch ein kleines gibt. Und eigentlich zeigt das Blutbild nur, hast du Blut oder hast du kein Blut und produzierst du welches oder produzierst du keins oder hast du vielleicht Leukämie. Aber man kann nicht sehen, ob die Leber funktioniert oder ob die Niere oder die Hormone auch nicht. Und wenn die das nicht machen, dann bringt das ganze Blutbild ja nichts. Und eben war schon die erste Mitteilung, was machen wir denn heute? Ja, das ist ja uns immer sehr, sehr spontan. Was wir machen, ich würde sagen, ich sag mal die vier Fragen, die reingekommen sind. Dann sage ich vielleicht noch das, was mich so interessiert oder was ich in letzter Zeit mit meinem Stoffwechsel gemacht habe. Und dann ist die Zeit auch schon wieder dreimal rum. Aber wir machen ungefähr eine Dreiviertelstunde, Stunde. Hier beschwert sich gerade jemand, dass meine Kamera nicht stabil ist. Moment, wäre nicht stabil. Ich versuche das mal hier irgendwie zu stabilisieren. Das ist für euch absolut. Besser. Ja, nächstes Mal. Warte, ich stabilisierst. So, jetzt ist es besser, ne? Ich bring mir nächstes Mal ein altes Stativ von mir mit. Ich hatte, glaube ich, hier auch mal irgendwo eins. So, jetzt muss ich erstmal hier irgendwie Moritz Tellmann ist dabei. Jetzt ist schon besser, oder? Ja, aber Moritz Tellmann ist dabei. Kennst du Moritz Tellmann?
Das ist ein, ja. ein ganzheitlicher Arzt aus dem Ruhrgebiet, mit dem habe ich auch schon mal ein Seminar gemacht. Der ist andauernd im Fernsehen und der erklärt ganz toll die Blutwerte, ohne Scheiß. Der macht das wirklich super. Moritz, wenn du zuhörst oder bist im Auto, vielleicht winkst du einmal zurück. Schön, dass du dabei bist. So. Ja, toll. Okay. Wir haben heute vier Themen. Wir haben einmal das Thema, kann ich eine Hormonersatztherapie länger als 5 Jahre machen, ist eine Frage. Dann ist die Frage periorale Entzündung. Was kann ich machen? Dann haben wir eine Frage Zellulite und Kraftsport oder warum trotzdem Zellulite? Und dann haben wir eine Frage, wie kann man. Jetzt bist du schon wieder unschöpft. Sie sagen, ich soll spontaner machen. So, jetzt. Ist es jetzt weg? Ich finde, so reicht es, oder? Ich meine, Sie sehen mich doch gut genug. Ja. Ich habe mich gerade nochmal die Kritik geübt. Ich hätte es nicht frontal genug. Ja, so, jetzt ist es. Wer hat das gesagt? Ich kriege hier immer Kommentare so rein. Ich glaube, es ist ehrlich gesagt meine Tochter, die kritisch mit zuschaut. Das glaube ich. Deine Tochter kennt sich mit Instagram besser aus als du, das weißt du ja. Ach, das ist nicht so zugeben wollen, aber wahrscheinlich ist es so. Und dann haben wir noch das Thema Blutzucker und Insulin. Wie kann man stabil halten? Das sind so die vier Themen, die aufgeschrieben worden sind. Ich würde sagen, wir fangen mit der Hormonersatztherapie an. Hormonersatztherapie in diesem Fall, ich habe nochmal nachgefragt, die Dame. Die Dame nimmt Gynukadin, also Creme oder Gel für Östrogen und Progesteron als Kapsel. Das ist ja eine gute Kombination. Das wird ja häufig gemacht. Ich würde einmal, die erste Frage ist, darf sie das länger als 5 Jahre machen? Denn ich habe mal gelesen bei einer Kundin, ja, die Ärztin hat gesagt, das kannst du jetzt machen. Aber wenn du in eine richtige Menopause bist, dann darfst du das nicht mehr machen. Das ist meine Frage dazu. Und die nächste Frage, damit du gleich loslaufen kannst, richtig loslaufen. Was ist der Unterschied zwischen Gynukain, Gel und Progesteronkapseln im Gegensatz zu Bijuva, wo beides zusammen ist? Mhm. Also ja, sehr 5 Jahre bitte. Ja, sehr gute Frage. Also grundsätzlich kann man ja erstmal kurz nochmal dazu sagen, dass wir ja alle Frauen zwangsläufig ab einem bestimmten Zeitpunkt, meistens Ende 40, Anfang 50, kann aber auch deutlich früher oder auch etwas später eintreten, alle weiblichen, also die beiden weiblichen klassischen Hormone, Östradiol und Progesteron, verlieren. Unabdingbar. Der Eierstock hört in dem Zeitraum etwa mit der Produktion auf. Und es ist nicht so, die sind natürlich nicht lebensnotwendig, sonst würden wir sie nicht verlieren, aber sie haben schon extrem wichtige Funktionen. Und zwar auf ganz unterschiedliche Bereiche im Körper, sowohl kognitive Funktionen wie Gedächtnisleistung, Konzentration, auf Schlaftiefe, Schlafqualität, auf den erholsamen Schlaf, auf die REM-Schlafphase zum Beispiel, auf Stimmung, auf Psyche. Es beeindruckt mich immer wieder, wie stark die Psyche beeinflusst wird durch die weiblichen Hormone. Frauen berichten plötzlich über depressive Veränderungen, über Sorgen, Ängste, die sie früher gar nicht kannten und sich eigentlich auch nicht richtig erklären können aus ihrem regulären Leben und sagen plötzlich, es hat sich deutlich was verändert. Und aber auch genauso auf Energie, Kraft, auf Haut, Haare, Nägelstruktur, also auf unseren gesamten Körper. Und und diese weiblichen Hormone können wir inzwischen schon lange eigentlich komplett körpereigen, wir nennen das 100% molekular oder auch bioidentisch ersetzen. Das heißt, die komplette Struktur ist nicht unterscheidbar für den Körper, ob wir sie von außen zuführen, das reine 17-Beta-Östradiol, unserem eigenen Östradiol, 100%ig entsprechend und das reine Progesteron. Wenn wir das zuführen, ist es eine reine Ersatztherapie. Aber leider hat diese Hormonersatztherapie immer noch Irritationen oder auch viele Fragen und wird auch häufig noch sehr teilweise negativ gesehen, weil es ja zum Beispiel ganz alte Daten aus der WHO-Studie vor weit über 25 Jahren gab, die Frauen, damals haben die synthetisch hochdosiert oder veränderte Hormone nicht 100%ig identisch. Es geht eigentlich nicht so sehr um die Herstellung, sondern darum, also ob die jetzt synthetisch oder nicht sind, das geht eigentlich auch gar nicht. Die werden im Prinzip ja hergestellt. Es wird ja das Molekül 100%ig identisch nachgebaut, sondern es geht darum, dass es damals völlige Fremdhormone waren. Das Beispiel ist ja immer das bekannte Beispiel, dass sie zum Beispiel Östrogen aus dem Stutenurin gewonnen haben. Ja, Presumen und ähnliche Substanzen. Und diese Substanzen waren eben nicht identisch und gehen mit entsprechenden Nebenwirkungen her.
damals, als man das in dieser riesigen WHO-Studie festgestellt hat, dass die Nebenwirkungen Thrombose, Herz-Kreislauf-Risikoerhöhung und natürlich auch Brustkrebserhöhung beschrieben worden sind, seitdem herrscht eigentlich eine totale Irritation, die in den letzten Jahren besser geworden ist. Es hat sich beruhigt und man hat realisieren können, dass es ganz große Unterschiede gibt, welche Form der Hormone ich ersetze und dass die ganzen Empfehlungen, wie nur so kurz wie möglich, nur bei starken Beschwerden, komplett sich eigentlich sogar ins Gegenteil umgedreht haben, in großen wissenschaftlichen, unabhängigen Forschungsstudienzentren weltweit gezeigt, dass wenn wir die körpereigenen Hormone kontrolliert, gezielt, niedrig, also sozusagen niedrig dosiert ersetzen, dann erhalten wir diese Schutzfunktion oder können diese Schutzfunktion, die diese Hormone haben, die ich alle vorhin erwähnte, wiederherstellen und haben überhaupt nicht die Situation, dass wir nur maximal 5 Jahre, weil dann die Nebenwirkungsrate steigt, wie bei den Alten, die klar zu unterscheiden sind, sondern dass wir eben eine längerfristige, eigentlich über viele Jahre hinweg die Substitution vornehmen können, sollten, dürfen. Die richtigen bioidentischen Hormonärzte sagen immer, uns tun die Frauen leid, die keine Beschwerden haben und dadurch zum Beispiel keine Hormone nehmen. Die sind, das ist jetzt sicherlich ein bisschen extremer Satz, aber die wollen einfach klar machen damit, dass diese Schutzfunktionen wiederherstellbar sind. Auch unser Stoffwechsel, zum Beispiel viele Frauen berichten ja in dieser Umstellungsphase und auch schon häufig weitaus früher über Gewichtszunahme, insbesondere im Bauchbereich, das Bauchfett nimmt zu. Und das ist ja dieses gefährliche Fettgewebe, dieses Fettgewebe, was ja bestimmte Stoffe bildet und uns zum Beispiel erhöhten Blutdruck, erhöhtes Herz-Kreislauf-Risiko mitbringt. Und all diese Situationen können wir verbessern, indem wir körpereigen unsere Hormone natürlich, wie gesagt, kontrolliert und entsprechend begleitet ersetzen können. Und da gibt es keine Reglementierung mehr in der Jahreszeit oder so. Also wie viele Jahre darf ich das einnehmen? Vielleicht ist nochmal wichtig zu sagen, dass ich immer meinen Patienten empfehle, dass zum Beispiel zu starten, sich natürlich zu informieren, wenn sie sich dann dafür entscheiden, dass ich das gerne begleite und dass man das erstmal für einen Zeitraum von einem halben Jahr oder etwa macht oder ein Jahr und danach erstmal schaut, wie geht es einem überhaupt darunter, wie läuft, wie funktioniert das und dann sage ich immer, ich weiß nicht, was wir in 4, 5 Jahren genau machen, ob wir uns Chips implantieren oder wie unsere Therapie dann aussehen wird, aber diese Reglementierung gibt es überhaupt nicht, die beziehen sich wirklich auf diese alten Daten und das muss man und das mir immer wieder wichtig zu sagen, ich habe viele Patientinnen, die kommen zum Beispiel zu mir und sagen, ich möchte aber gar, ich habe die und die Probleme und es geht mir nicht mehr gut, aber ich möchte auf gar keinen Fall Hormone nehmen, ich habe die Pille schon nicht vertragen. Und die Pille ist ein hochdosiert, synthetisch verändertes, nicht 100% identisches Hormon. Das muss auch so sein, weil eine Pille kann nicht verhütend wirken, einen Eisprung unterdrücken, wenn es sich um ein körpereigenes Hormon gibt, was wir nur ersetzen. Und noch ein letztes Beispiel, ganz kurz dazu, wenn wir die Schilddrüse, wenn wir eine Schilddrüsenunterfunktion haben, dann zweifelt fast niemand daran, dass Schilddrüsenhormone von außen, körpereigen, identisch, würden wir es ja auch im Prinzip bezeichnen, das klassische L-Tyroxin zum Beispiel, das reine T4, das würden wir zum Beispiel ersetzen. Und da hat niemand Probleme mit in der Regel. Die meisten fragen gar nicht, wie lange darf ich das nehmen, was habe ich zu beachten oder so. Ich ersetze das Hormon, man misst es, man kontrolliert es, man begleitet im Rahmen natürlich am besten eines Gesamtkonzepts. Und dann funktioniert das auch sehr gut, weil es diese schrecklichen Daten oder diese damals so verwirrenden, irritierenden Daten einfach dazu nicht gab und weil es auch kein Fremdschilddrüsenhormon gab, ja, was damals von irgendwoher isoliert wurde, sondern seit Jahrzehnten setzt man das so ein. Und ich will nur noch mal sagen, dass das ist leider eben sehr emotionalisiertes Thema nach wie vor und deswegen bin ich auch immer dankbar und das hat sich auch in den letzten Jahren deutlich gezeigt, dass wirklich da ein ganz anderes Bewusstsein geschaffen worden ist und dass man wirklich heute problemlos diese Präparate ersetzen kann und die uns wichtige Schutzfunktionen eben wieder herstellen, wie zum Beispiel, und das ist wirklich nachgewiesen, Reduktion von Herz-Kreislauf-Risiko, von Diabetes-Entstehung, von Osteoporose sowieso, oder das weiß man ja schon lange, dass der Knochen geschützt wird, auch die Gelenke, auch die arthrotischen Veränderungen, weil sozusagen wie die Gelenkschmiere, also auch die Östrogene, bewirken ja zum Beispiel, dass die Gelenke wieder, dass auch selbst die Darmschleimhaut, also das wieder besser befeuchtet, dass besser Durchblutung wieder besser ist und also Osteoporose, Gelenkschutz etc. Aber neuerdings gibt es ja auch ganz spannende Daten oder zusätzlich gibt es auch ganz spannende Daten zu der Prävention von Alzheimer und Demenz. Und das ist einfach irre, das finde ich, von den Daten zu sehen. Und ich glaube, wenn man da das Gesamt insgesamt betrachtet, dann ist es einfach so ein unfassbar wichtiges Thema für uns alle.
dass man einfach wissen muss, was tue ich da eigentlich, was kann ich tun und wie kann ich mich am besten begleiten lassen. Ja, ich habe auch ein paar Fragen gehabt zwischendurch, die will ich noch, auch noch mal eben, ich habe versucht, die gerade mitzuschreiben. Ich habe dir so spannend zugehört, dass ich vergessen, die mitzuschreiben. Aber was ganz wichtig ist damals, genau, das gibt diese Pferdehormone, die es da gab, und die haben eigentlich das komplette Bild zerstört von den guten Hormonen. Jetzt sag nochmal, du hast doch gesagt, Östrogen und Progesteron ist wichtig fürs Herz und so weiter und Schilddrüse auch. Manche Leute haben ja schlechte Cholesterinwerte. Das kann ja auch daher kommen, dass von diesen Hormonen, Östrogen, Progesteron, Schilddrüse, dass die nicht richtig funktionieren, richtig? Absolut. Also man konnte ja zeigen tatsächlich, dass Frauen, die in den Östrogenmangel kommen, tatsächlich auch ein erhöhtes Herz-Kreislauf-Risiko haben, erhöhte Cholesterinspiegel. Also wir sehen, dass Cholesterinspiegel ansteigen, wenn das Östrogen fehlt oder das Östrogen nicht mehr geproduziert wird. Und absolut richtig, wir wissen sogar, dass Frauen von großen Daten das Risiko für Männer an Herzinfarkt zum Beispiel zu erleiden, ist ja für Männer primär erstmal höher gewesen als für Frauen. In der Menopause, in der Phase des Östrogenmangels, nimmt das Risiko zum Beispiel deutlich zu für Frauen. Also wir holen dann sozusagen leider die Männer auf. Aber wie gesagt, wir können es ja ersetzen und stabilisieren. Und Progesteron hat natürlich auch ganz wichtige Funktionen. Ne? Also ich, wenn ich das Östrogen jetzt nur, aber zum Beispiel, ne, die Frage Östrogen und seine Wirkung. Wie wäre folgende Reihenfolge jetzt für die Zuschauerinnen, die so 35 sind, die hier zuschauen? Wir haben ja die Dame, die Anke, die hat gesagt, sie nimmt diese beiden Hormone und fragt jetzt, kann ich das jahrelang machen? Das werden wir gleich noch ausführen. Aber ich glaube, wir wollen noch mal am Anfang, wenn eine Frau 35 ist, dann fangen ungefähr die Eisprünge sind nicht mehr so stark. Sie hat zwar noch eine Blutung und so weiter, aber die Eisprünge selber sind nicht mehr so stark. Es werden, und dadurch wird immer weniger Progesteron gebildet, weil ja keine Eier mehr da sind. So. Und was wäre jetzt der richtige Schritt einer 35-jährigen Frau? Sie, meines Erachtens muss sie sich regelmäßig zum Arzt gehen und mal die Hormone am 21. Tag checken, wenn der Arzt das macht. Das ist ja auch immer so ein Thema bei vielen. Und wenn sie das macht und dieser Spiegel senkt oder das Verhältnis senkt sich in einem bestimmten Bereich, würdest du dann empfehlen, dann sofort zu sagen, okay, das gibt bioidentisches Progesteron, dann kannst du besser schlafen, dann bist du nicht mehr so verwirrt, beziehungsweise hast nicht mehr so schlechte Laune, hast auch weniger PMS. Würdest du das empfehlen, dass man damit anfängt, nur Progesteron alleine zu nehmen? Ja, also absolut. Also es ist natürlich immer schwierig zu sagen, dass man das grundsätzlich immer, aber grundsätzlich, es ist tatsächlich so, wie du sagst, die sehr ja ein Jahrzehnt, teilweise Jahrzehnte, ein Jahrzehnt oder 15 Jahre vorher, wie du schon richtig sagst, Mitte, Ende 30, haben schon viele Frauen eine Progesteronschwäche, eine in der zweiten Zyklusphase nach dem Eisprung, der eben auch nicht mehr in jedem Zyklus dann stattfindet. Teilweise haben wir anovulatorische Zyklen, also Zyklen ohne Eisprung. Und erst in der gesprungenen Eizelle, in dem Follikel entsteht, in den Granulosa-Zellen wird das Progesteron gebildet. Und viele Frauen haben bereits schon dadurch bedingt oder durch andere Situationen eine Progesteronschwäche, also die bilden nicht mehr ausreichend in der zweiten Zyklushälfte. Häufig sind das Frauen, die zum Beispiel auch nach mehreren Schwangerschaften Ende 30, Anfang 40 sind, die haben schon massive Probleme durch diesen Progesteronmangel und es ist total sinnvoll, wenn man einen relativ regelmäßigen Zyklus hat, ansonsten ist es schwierig, den 20. Zyklustag, dann kann man auch zwischendurch messen, aber grundsätzlich ist die Empfehlung bei einem einigermaßen abschätzbaren Zyklus, erster Tag der Blutung gilt als erster Zyklustag, dann ungefähr um den 20. Zyklustag herum zu messen und dann genau wie du sagst, das Progesteron-Östrogen-Verhältnis, also unbedingt Östradiol, Progesteron und gerne auch noch FSH, weil wir dann den Hypophysenwert, der steht ja auch in der Relation zueinander, der steigt ja an, desto stärker der Mangel von Östrogen insbesondere wird und deswegen ist das ein wichtiger Parameter, gerne auch noch Testosteron dazu und mindestens die Schilddrüsenhormone wäre sinnvoll, natürlich kann man darüber noch diskutieren, was ist etc. Aber jetzt erstmal wichtig, das Verhältnis und die absolute Zahl. Und dann muss man natürlich im Einzelnen immer nochmal besprechen. Aber grundsätzlich kann man eigentlich sagen, dass das Progesteron als körpereigenes Hormon so wunderbare, tolle Eigenschaften hat, dass es total sinnvoll ist, das zu ersetzen. Und wie du sagst, Schlaftiefe verbessert. Wir sagen ja, es geht zentral an die GABA-Rezeptoren, an die Serotonin-Rezeptoren. Es wirkt entspannen, Stressresistenz verbessern. Wir können mit den gleichen Situationen besser umgehen. Wir haben nicht mehr diese starken Stimmungsschwankungen.
Und es ist, hat immunologisch ganz tolle Funktionen, auch übrigens Cholesterin, das habe ich eben nicht richtig erwähnt, das wollte ich dem Progesteron sozusagen nicht antun. Es ist ein tolles Hormon, was früher immer hauptsächlich auf Kinderwunsch und Schwangerschaft gesehen wurde. Das ist ja deutlich besser geworden, aber wir wissen inzwischen, dass Progesteron natürlich keine Lebenshormone, aber ganz tolle ausgleichende Eigenschaften, gilt ja sogar als antidepressiv, also als natürliches Antidepressivum, ist ein ganz tolles Hormon und prinzipiell ja, wenn man das nachweisen kann, können wir die Frauen damit unterstützen. Ich sage dir mal so eine Beobachtung. Vielleicht können wir auch mal die Frauen fragen und die schreiben das bitte mal in die Kommentare. Ich habe beobachtet, dass die meisten Frauen so ab 35 auf mal zunehmen und wissen nicht warum. Sie trainieren, sie essen, aber trotzdem nehmen sie zu, gehen dann zum Arzt. Und der normale Hausarzt misst dann nur natürlich die Schilddrüse und sagt, jetzt hast du eine Schilddrüsenunterfunktion. Manchmal kriegen die TSHs dann meistens hoch, manchmal kriegen sie Thyroxin. Aber ich behaupte, das Thyroxin bzw. die Schilddrüse ist dann nur ein Opfer. Der eigentliche Ursprung ist ja das Progesteron, aber das misst ja keiner. Mhm. Und deswegen ist meine Frage, bevor du gleich loslust, bei dem Maschinengewehr gleich losgeht. Wäre es nicht sinnvoll, auch gleich so mit 30, 35 anzufangen mit pflanzlichen Sachen, wie zum Beispiel Mönchspfeffer oder Agnus Castus, um einfach selber was zu machen, um das zu reduzieren? Ja, also man kann auf jeden Fall Agnus Castus nehmen. Das ist ja die Pflanzenform, die hat ja eine progesteronähnliche Wirkung, ne? Das Agnus Castus, der Mönchspfeffer, und das unterstützt auf jeden Fall. Man muss natürlich ehrlicherweise sagen, wenn wirklich ein starker Progesteronmangel bereits besteht, dann kann ich damit eine gewisse Wirkung erzielen, aber natürlich nicht eine ganz vergleichbare Wirkung zum reinen Progesteron. Und ach ja, das Thema mit der Schilddrüse, das sage ich so oft und du sprichst mir aus der Seele, Andreas. Ich sage ganz oft, die arme Schilddrüse tut mir manchmal leid, weil die immer herhalten muss. Wenn die plötzlich sagen, mir geht es plötzlich nicht mehr gut, ich bin so müde, ich bin schlapp, ich habe keine richtige Energie mehr, ich hänge so durch und so weiter. Und gerade wenn auch Menschen, sehr viele Frauen nehmen ja Schilddrüsenhormon ein, dann wird auch teilweise so gesagt, ja, ich bin mit der Schilddrüse nicht richtig eingestellt und ich versuche schon immer, oder ich wurde auch begleitet mit oben und runter gehen, ein bisschen höher, ein bisschen weniger. Das ist oft nicht die Lösung. Natürlich ist es sinnvoll, auch auf die Schilddrüse mitzugucken, aber es ist eben oft ganz so, wie du sagst, dass eben das Progesteron nicht gemessen wird, nicht mit ausgeglichen wird und man dann einfach mit der Schilddrüsen, mit den Schilddrüsenhormonen zwar natürlich mit unterstützen kann, aber nicht ausreichend begleiten oder behandeln. Es fehlt einfach das andere dann trotzdem. Das Problem ist ja nur, dass dann ja auch noch die Nebenniere die Nebennieren auch noch geschädigt wird, weil die Schilddrüse schafft es nicht mehr alleine, Energie zu produzieren. Und dann wird die Nebenniere auch noch geschädigt, obwohl eigentlich das Progesteron das Problem ist. Und dann wird ja aus dem Progesteron auch noch ein Cortisolstiel, das heißt, das Cortisol stiehlt noch das restliche Progesteron, und dann geht es einem immer schlechter, man wird immer dicker. Ja, weil es ja wie so ein Teufelskreis ist, weil das Problem ist, dass wenn wir praktisch mit Progesteron unsere Stressresistenz, unsere Stabilität, übrigens, wir stehen dann ja ganz häufig viel mehr, also Progesteron hilft uns, in den Parasympathikus, in diesen Entspannungsmodus zu kommen. Das heißt, wenn uns Progesteron fehlt, stehen wir ständig unter Dauerstress, unter hoher Cortisolausschau und Sympathikotonus und wir sind in diesem Teufelskreis drin. Und die Nebenniere, wir sagen dann immer, geht sozusagen, erschöpft sich oder geht zumindest auf Reservebatterie, sage ich immer. Ich sage, die laufen auf Reservebatterie, weil die Nebenniere natürlich massiv gefordert wird, diesen Zustand zu unterhalten, mehr Cortisol auszuschütten, um sozusagen zu kompensieren diesen Effekt, dass durch Progesteron fehlen wir weniger in diesem ausgeglichenen Parasympathikus-Entspannungsmodus sind. Wir stehen also die ganze Zeit im Dauerbrennmodus. Und dadurch erschöpft sich dann praktisch irgendwann auch, die erschöpft sich nicht vollständig, aber man sieht, dass die Nebennierenfunktion, also da, wo wir körpereigene Stresshormone, Aktivitätshormone, Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol bilden, ein lebenswichtiges kleines Organ neben der Niere liegend, ist vielen vielleicht gar nicht ganz so bekannt, hat nichts mit der Niere zu tun, sondern ist wirklich eben nur anatomisch dort gelegen und hat ganz wichtige Funktionen. Ja. Und Cortisol ist ja ein lebensnotwendiges Hormon, aber wir wollen das natürlich nicht ständig zu viel produzieren, weil es uns dann auch den Glukosespiegel, den Blutzuckerspiegel nach oben bringt, verstärkt Insulin ausschütten und wir nicht Gewicht zunehmen bzw. nicht abnehmen können. Also
Wir kommen hier vom Hundertste ins Tausendste mal wieder. Wir brauchen also mehr ganzheitliche Ärzte oder Therapeuten, dass man wirklich guckt, mir geht's jetzt schlecht, ist es wirklich die Schilddrüse, ist es wirklich die Nebenniere oder ist es vielleicht tatsächlich das Progesteron, was ich am meisten vermute. Aber jetzt haben wir ja nun mal das Problem, dass ganz, ganz viele nicht zu dir kommen können und ganz, ganz viele Ärzte wollen das nicht und haben damit überhaupt nichts zu tun. Was hältst du denn zum Beispiel von diesen Cremes auf Jamswurzelbasis, die man frei kaufen kann, wenn man einfach nicht die Möglichkeit hat, zu dir oder zu irgendjemandem zu gehen, der einem das richtige Utrogest oder was auch immer oder Pharmenita überhaupt geben möchte oder kann? Genau, übrigens habe ich, weiß gar nicht, damals haben wir da eigentlich zu Ende besprochen, Gynokardin, die sagen ja, und Progesteron kann man vollständig ersetzen. Wie gesagt, ein Körpereigen und Progesteron sind ja in der Regel, und jetzt nämlich zu der Frage mit der Creme, geben wir in der Regel gerne als Kapselform. Entweder kann man die ja schlucken. Interessanterweise kann man die gleiche Kapsel ja auch vaginal einführen. Ja. Funktioniert wunderbar, unterstützt wunderbar noch den Beckenboden, schützt vor Zystenbildung, Myombildung, hat eine ganz tolle Versorgung nochmal. Und viele Frauen nehmen zum Beispiel Progesteron-Kapsel abends vorm Schlafen gehen, schlucken die. Dann hat interessanterweise die Metabolisierung einen müde machenden Effekt auch. Die werden dann etwas müder. Wenn man die gleiche Kapsel, ich weiß, das klingt komisch, vaginal einführt, dann hat man nicht diesen müde machenden Effekt. Also die Metabolisierung erfolgt dann etwas anders, aber man hat trotzdem den massiv unterstützenden Effekt von Entspannung, von Verbesserung der Stressresistenz, Unterstützung des gesamten Beckenbodens. Das heißt, diese beiden Komponenten, wenn wir wirklich einen Östrogenmangel haben und Östrogen zuführen, zum Beispiel im Rahmen von Gynokardin-Gel, dann müssten wir das übrigens möglichst immer auf die Unterarminnenseite auftragen. Da gibt es auch teilweise Verwirrung, manche merken das oben und eine Außenseite und so. Idealerweise wird es am besten auf der Unterarminnenseite breitflächig aufgetragen. Desto breitflächiger, desto besser wird es aufgenommen, weil wir da die Haut besonders dünn ist. Wir könnten auch Oberschenkelinnenseite noch benutzen, aber das sind eigentlich die besten Auftrageorte und ich empfehle das immer gerne wirklich zweimal täglich. Viele nehmen zwei Hub einmal morgens. Das ist aus meiner Sicht nicht so sinnvoll, weil die Halbwertszeit, die Wirkdauer kurz ist von beiden körpereigenen natürlichen Hormonen. Das heißt, wenn ich nur einmal täglich morgens auftrage, habe ich nachts schon kaum noch einen richtigen Spiegel. Das heißt, ich empfehle als Routine zum Beispiel im Bad morgens einen Hub oder je nach Dosierung einen halben bis einen Hub. Muss man sehen, muss man sich auch am Anfang einschleichen, das muss man ein bisschen begleiten. Dann würde man zum Beispiel morgens den auftragen, einfach im Bad und abends vom Schlafen gehen, seine Progesteron-Kapsel zum Beispiel schlucken und gegebenenfalls auch sogar morgens noch vaginal einführen. Die Progesteron-Creme, auf die Frage zurückzukommen, oder selbst Mönchspfeffer-Creme, was sagt mir Jamswurzel, oder Diosgenin, das ist ja die Nachfolgeschritt von der Jamswurzel. Vom Jamswurzel geht es ja zum Diosgenin, vom Diosgenin dann letztendlich zum Progesteron, haben halt leider nicht den gleichen Effekt und insgesamt wird Progesteron über die Creme, über die Haut, leider nur gering aufgenommen. Man kann, wenn man gar keinen Spiegel mehr hat, tatsächlich, wir messen ja sehr, sehr, sehr viel Blutspiegel, sehen wir, dass wir einen kleinen Anstieg erreichen, aber wir können lange nicht den gleichen Anstieg erreichen, wie wir ihn eigentlich auch im Verhältnis dann zum Östrogen brauchen würden, wie wir das durch eine Kapsel erreichen. Und zu der Frage Bijuva, die hattest du auch vorhin gestellt, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, das ist ja die erste Kapsel, oder Tablette, ich würde sagen, das ist eine Kapsel, die aus beiden Substanzen besteht, also aus Progesteron und nicht einem alten Wechseljahrpille, das aus einem Gestagen, das muss man klar unterscheiden. Gestagen sind eher die Präparate mit entsprechenden Nebenwirkungen oder höherem Thromboserisiko zum Beispiel, also dem reinen Progesteron wie Utrogest, Famenita, Progestan beispielsweise zu nennen, also 100% reines mikronisiertes Progesteron plus in der gleichen Klapsel in der Regel 1 Milligramm, also 100 Milligramm Progesteron und 1 Milligramm Estradiol, was dem Gynokardin-Gel entspricht. Beziehungsweise viele Frauen oder manche Frauen nehmen ja auch Estrifam oder andere Östrogenpräparate. Also das ist auf jeden Fall das reine Östradiol und nicht das Östradiol-Valerat oder Ethinylestradiol, die alten Östrogene oder die veränderten Östrogene, die in der Pille zum Beispiel enthalten sind. Der Unterschied ist natürlich, Bijuva nimmt man zumindest nicht klassischerweise vaginal ein. Und der Unterschied ist eben, dass beides in Kapselform oder in Tablettenform vorliegend ist. Es gibt so bestimmte Strömungen oder größere Leitlinien, ich weiß nicht, ich versuche das vorsichtig auszudrücken, die sagen, Östradiol sollte man primär transdermal, also über die Haut, verabreichen.
prinzipiell finde ich auch gerade, wenn Frauen das vielleicht nicht so gut damit zurechtkommen, auch manchmal Schwierigkeiten haben, Gynukadin-Gel gut zu dosieren, finde ich das eine tolle Alternative und ich freue mich sehr darüber, dass das erste, sag ich mal, 100% bioidentische Hormonersatzpräparat, wenn ich das so nennen darf, und so ist es ja auch nur, es hat immer auch doch diese negative Assoziation teilweise ja, noch. Negativ lassen wir weg. Bijuva oder wie auch immer ausgesprochen wird, ist für mich von der Zusammensetzung top. Ja. Die Frage ist jetzt nur, soll ich das jetzt morgens oder abends nehmen? Also eigentlich muss man sagen, die grundsätzlichen Empfehlungen sind ja eigentlich 1 Milligramm, also in der Regel braucht eine Frau, man kann das nicht nur allgemein sagen, zwischen 1 bis 2 Milligramm Estradiol täglich, also über 24 Stunden. Und in der Regel 100 bis 200 Milligramm, wir geben sogar 100 bis 400 Milligramm Progesteron über 24 Stunden, also auch täglich. Das heißt, wir fangen zwar häufig an mit einer Tablette abends, dann eher abends wegen der Schlafsituation auch, aber wir haben viele Frauen, ich hatte gerade wieder eine Frau letzte Woche, mit die auch Bijuva einnahm, die hatte eine Tablette und die hatte keine ausreichenden Spiegel und das hat eigentlich nicht gereicht. Eigentlich würde man sagen, so, wie gesagt, man muss immer im Einzelfall natürlich dann gucken und am besten messen und begleiten. Ne? Also ich will hier nicht ganz nur allgemeine Empfehlungen, aber viele der Frauen brauchen langfristig einfach morgens eine Kapsel und abends eine Kapsel. Das ist eine gute Aussage. Wir haben jetzt für die Frauen, die hier dabei sind, meistens sind es Frauen, sind noch ein paar Männer dabei, wir müssen jetzt nochmal ganz klar unterscheiden für die Zuhörer, für die Zuschauerin. Es gibt die Möglichkeit, alles super zu messen. Und es gibt die Möglichkeit, alles super anzupassen. Wenn man jemanden hat wie dich oder auch jemand anders, der sich mit solchen Sachen auskennt. Wir haben aber da draußen die Situation, dass viele Leute sich das erstens nicht leisten können. Zweitens haben die nicht die Möglichkeit, dich zu treffen oder andere Experten. Aber alle haben ja ungefähr das gleiche Problem. Und deswegen ist für mich jetzt hier die Frage, was können wir natürlich machen? Oder rezeptfrei machen, um so ein bisschen vorzubeugen. Hier waren schon 1, 2 Fragen nach Agnus Castus. Wie viel soll man nehmen? Man kann das bis zu 40 Milligramm am Tag dosieren. Das ist kein Problem. Die Dame, die das eben gefragt hat, da weiß ich, die ist schon in den Wechseljahren. Die kann ruhig 40 Milligramm den ganzen Monat nehmen. Wenn ich jetzt noch nicht in den Wechseljahren bin mit 35, dann würde ich die Tag 1 bis 14 4 Milligramm nehmen und nach dem Eisprung 40 Milligramm. So, ich bin ja kein Arzt, aber vielleicht kannst du es kurz unterstützen. Wir wollen auch gar keine Empfehlung hier geben, aber du sagst 5 Milligramm bis zum Eisprung und danach 40. Hast du gesehen? Genau. Ja, ja. Kurz ab. Ja, genau. Also ich finde das eine tolle Empfehlung und ich finde das super. Und das kann auf jeden Fall nur eine unterstützende Wirkung geben. Leider ist es eben natürlich nicht ganz vergleichbar. Nein, das wissen wir nicht. Aber, wir haben da draußen einfach das Problem, dass die Frauen nicht versorgt werden. Wenn du zum Arzt gehst, wenn du zum Arzt gehst und du sagst, du hast Diabetes, dann wird sofort alles gemacht. Du kriegst Metformin, du kriegst ein Freestyle Libre, vielleicht kriegst du auch noch später Insulin, du kriegst alles, das wird sofort ernst genommen. Diese Lifestyle-Krankheit. Wenn du als Mann impotent bist, das wird sofort ernst genommen, du kriegst Viagra, alles. Wenn du aber als Frau zum Arzt gehst und sagst, ich habe Hormonprobleme, mir geht's nicht gut, ich spüre das doch, dann sagen die meisten, jetzt stell dich mal nicht so an, da musst du mit leben, das ist im Alter so. Und dieses Problem haben wir doch, das habe ich doch auch jeden Tag im Coaching. Ich meine, ein paar kann ich ja zu dir schicken. Ja, aber doch nicht. Ich will ja nur einmal anhaken, das war auch der Grund, warum ich dich heute unter anderem kontaktiert habe, weil genau den Punkt, der treibt mich ja und viel uns alle, dich und viele andere natürlich auch, seit im Prinzip ja Jahren umher, genau wie du sagst, der Bedarf ist so riesengroß und das Angebot so klein. Und ja, das, was du vorgeschlagen hast, ist eine Möglichkeit, aber sie ist natürlich nicht optimal, aber sie ist schon mal toll, dass du sie überhaupt so ansprichst und dass du die Frauen so aufklärst und dass wir da ihnen wenigstens ein bisschen was an die Hand geben können. Aber weshalb ich dich unter anderem heute auch kontaktieren wollte, ist, weil genau diesen Gedanken haben wir jetzt versucht, noch weiter umzusetzen, praktisch umzusetzen. Und wir haben es tatsächlich geschafft und ich hoffe, und dafür brauchen wir alle eure Unterstützung. Dafür bin ich auch total froh, dass ihr heute live seid. Und vielleicht könnt ihr es irgendwie weiter spreaden. Vielleicht, Andreas, hast du noch eine Idee? Weil wir sind in den letzten Zügen
ein großes Zentrum zu errichten in Hamburg, wo wir deutlich mehr Ärzte, deutlich mehr Therapeuten, Coaches, Menschen wie dich und ihr unter ein Dach bringen können. Wir haben ein ganz tolles Haus, eine ganz tolle Location mitten in Hamburg gefunden, wo wir unsere kleine Praxis so groß verbreitern können, dass wir hoffentlich viel mehr Angebot schaffen können. Und wir wollen nicht nur das. Wir haben in den letzten halben Jahren, es ist tatsächlich so, ich kann es immer selber nicht glauben, aber dass unser Zentrum Medicum Eppendorf jetzt in diesem Jahr, am 14. Februar, hatten wir vor 10 Jahren, 2014, unsere Eröffnung. Also ist 10 Jahre geworden. Und seit Monaten treibe ich mich nochmal insbesondere mit dem Gedanken rum, wie können die nächsten 10 Jahre aussehen? Wie können wir was gestalten? Und da habe ich mir viele Wochen und Monate Gedanken gemacht und habe mit vielen Menschen gesprochen und habe viel versucht. Viele haben mich auch sehr eng begleitet und ganz besonders einige haben mir immer wieder Fragen gestellt, wo willst du sein, wo willst du hin, was ist deine Vision, was möchtest du gerne für Menschen, für Frauen und natürlich auch für Männer umsetzen in den nächsten Jahren. Und daraus entstand die Idee, man braucht ein interdisziplinäres, großes, ungewöhnliches, mit spannenden, tollen Menschenzentrum. Wir haben eine tolles Haus bekommen. Wir sind in den letzten Zügen der Finanzierung und hoffen, dass wir es wirklich umsetzen können. Leider gibt es dort immer wieder Anfragen, die zum Beispiel sagen, habt ihr denn dann überhaupt genug Patienten? Wo wir sagen, wir haben so viele Menschen, weil wir sind ja, wir reden ja nicht von schwerkranken Menschen, sondern wir reden ja praktisch von jeder Frau, die ab einem bestimmten Zeitpunkt in der Situation ist. Das ist das eine. Der zweite Punkt, den wir unbedingt dringend weiter ausbauen wollen, auch da habe ich eine ganz tolle, ganz viele spannende Menschen, die alle unterstützen, aber auch eine, mit der habe ich mich gerade, Unternehmerin, mit der habe ich mich gerade gesprochen, die möchte eine digitale Gesundheitsplattform mit uns ausbauen. Das heißt, wir wollen in diesem neuen Standort ganz viele Säulen miteinander vereinbaren. Einmal eine Location, wo wir unsere Praxis erweitern können, aber auch eine Art Tagesklinik und eine digitale Gestaltung wirklich umsetzen können. Also wo wir einen Ort haben, wo wir Events, wo wir Schulungen, wo wir Ärzte schulen, Gynäkologen schulen. Das war wirklich mein Traum seit Jahren, dieses Thema weiter voranzutreiben. Und wie gesagt, wir versuchen das auf allen möglichen Kanälen jetzt. Und ich habe das natürlich nicht alleine, sondern wir haben uns ein Team oder wir sind auch immer noch dabei, ein Team weiter auszubauen, zusammenzustellen aus engagierten Frauen, Menschen, natürlich auch Männern, ich, Gottes Willen, so war das gar nicht gemeint, die auch für dieses Thema so brennen. Und ich glaube, das ist schon ein zusätzlicher Weg neben Agnus Castus. Also, oder ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Weg. Und Agnus Castus ist super. Ich finde das toll, Andreas. Ich meine es total ernst, wie du dich da eindenkst. Es ist so ungewöhnlich. Du bist für mich ein endokrinologischer Ernährungs- oder wie man das auch immer nennt. Also, du bist schon mein endokrinologischer Buddy, würde ich wirklich sagen. Ich finde das eindrucksvoll. Ich kenne niemanden eigentlich, muss ich sagen, der ein solches Wissen über Hormone und Stoffwechsel hat, wie du mir die neuesten Dinge über Low Dose und Ozempic zuschickst oder was auch immer. Das beeindruckt mich wirklich tagtäglich. Ich habe Nils Schulz-Rutenberg, darf ich vielleicht auch hier nennen, am Freitag getroffen. Ich habe ihn alle informiere ich gerade über mein neues Zentrum. Das wollte ich heute tun mit dir, deswegen kann dass wir live sind und so weiter. Und ich freue mich darüber riesig, aber ich brauche eure Unterstützung. Und zwar eure Unterstützung, dass wir auch diesen anderen Säulen, nämlich diese digitale Plattform, wo wir vielleicht dann auch Blutbild anfordern können, wo wir einfach letztendlich sagen können, was Beschwerdebögen ausfüllen, was Anamnesen natürlich gestalten, alles in der digitalen Umsetzung. Dann kann ich mein Blutbild anfordern, kann irgendwo mein Blut abnehmen lassen, kriege eine entsprechende Empfehlung, kriege vielleicht dann auch die Möglichkeit Rezepte, dass wir das über eine Online-Sprechstunde, wie auch immer gestalten können. Das wird der eine Bereich. Der andere ist, wo wir viel mehr Möglichkeiten, wo wir Menschen, Präventionsmediziner, spannende Menschen wie dich, Andreas, unter ein Dach bringen können und dann auch zusammen ja immer wieder Ideen, Inspirationen machen können, wo wir dann auch sagen, wir machen jetzt mal einen ganz tollen Workshop in der Richtung, mal in der Richtung, den machen wir hybrid und so weiter und so fort. Ja, das ist super. Guck mal, ich habe jetzt auch mal eine ganzheitliche, eine Hausärztin hat hier eben gefragt, wo kann ich das lernen, kann ich hospitieren? Ich habe tatsächlich bei mir jetzt auch meine ganzheitliche Frauengesundheitsausbildung gestartet. Da sind auch Coaches drin, da sind Heilpraktiker, die bei mir lernen, wie man Frauen wieder gesund macht, hormonell. Natürlich brauchen aber wir auch Klasse zu. Aber zusammen machen, wenn du sagst, ich komme da mit in den Teil der Schulung und dann haben wir das schon. Ja. Und dann müssen wir eine Plattform aufbauen, dass wir das teilweise auch Zoom, die Patienten, oder wie man das schön nennt, offline betreuen kann. Die Menschen. Und dann können wir eine weitere Möglichkeit bieten, dass mehr Frauen versorgt sind. Es ist mir schon klar, dass es trotzdem natürlich nicht das Gesamtproblem löst, aber ich glaube, es ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Eine Frau.
Ort auch gefragt, wenn man nicht aus Hamburg kommt, was macht man dann? So, ich glaube, wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift. Naja, aber wir können ja, wenn wir eine Online-Sprechstunde haben, dann können ja deutschlandweit, also unsere Idee ist, über diesen Standort in Hamburg wie eine Art Leuchtturm, so sagt mal einer von unseren engen Freunden und Begleitern, eine Art Leuchtturmgestalt haben oder Funktion haben, wo wir hoffentlich deutschlandweit, sei es nun online oder auch verschiedene Standpunkte aufbauen können, wo wir Menschen, Ärzte, Therapeuten weiter ausbilden können und dann höflich möglichst in vielen Städten ähnliche Situationen anbieten. Es ist einfach ein enormer Bedarf. Ja, ich weiß, ich mache auch mit Nils nächstes Jahr so einen Frauentag. Ja, weil ich weiß, das ist nicht. Ich dachte, den wollten wir zusammen machen. Ja, du kannst dazukommen. Da kannst du bei uns mal. Ich bin nämlich schon am Freitag davon. Ich war schon ganz, wie soll ich schon sagen, ganz leicht so ein bisschen kritisch. Ja, genau. Das ist gesagt, ja, also da musst du dich bewerben bei mir, wenn du dabei sein willst. Ah ja, okay. Ja, da muss man auch entsprechende Kenntnisse haben, um da auch mitzumachen. Ja, verstehe. Was muss ich denn noch dafür dann tun? Ja, da musst du noch einiges für tun. Aber wir wollen erstmal die Fragen beantworten. Also, wir hatten die erste Frage. Darf ich über 5 Jahre lang eine Hormonersatztherapie nehmen? Da würde ich sagen, dass die Antwort ist ja. Natürlich sollte man immer verschiedene Blutparameter nutzen. Also gucken, wie ist denn FSH und LH wird wahrscheinlich runtergehen, ne? Ist ja klar. Nee, er steigt erstmal an und dann geht es dann runter. Unter der Therapie geht es dann runter. Genau. Desto also besser, das ist aber nicht schlimm. Desto runter geht, desto besser ist letztendlich der Ausgleich, desto mehr beruhigt sich die Hypophyse. Da übrigens liegt auch das Wärmetemperaturzentrum ganz in der Nähe, wo das FSH gebildet wird. Das ist ein Grund, warum Frauen teilweise diese starken Wärmetemperaturschwitzen, Hitzewallungen bekommen, aber das ist ja auch nur eins von ganz vielen Beschwerden und darum geht es ja auch nicht primär. Aber noch ein Punkt zu ja, definitiv, man kann es. Es gibt heute nicht mehr diese Einschränkungen, diese Reglementierung. Und was wollte ich sagen? Achso, man sollte einmal jährlich eine gynäkologische Kontrolle noch ergänzen zu dem Blutbild. Genau. Also natürlich auch und unsere Begleitung noch. Aber ich kann die Dame nicht einschätzen, vom Alter her, das laut Profilbild kann ich nicht genau sagen, wie alt oder wie jung die Dame ist. Bei den Profilbildern weiß man auch nicht genau. Ja, und wenn man eine Hormonersatztherapie hat, gehe ich mal davon aus, man ist so älter als 40. Ja. Ich würde immer noch Testosteron mitmessen. Ja, genau. Messen, achso, sollten wir schon noch mehr Parameter. Eigentlich sollten wir auch wenigstens die wichtigsten Parameter wie Vitamin D, Vitamin B12, Testosteron, ja. DHEA, ja. LHF oder sagen wir mal FSH, Östradiol, Progesteron. LH brauchen wir nicht zwingen, aber FSH, Östrogen, Progesteron und natürlich eine TSH und FT3, FT4. Ja. Also Nebenniere, DHEA, Testosteron, Schilddrüse, FT3, FT4, TSH und Östradiol, Progesteron, FSH. Wie hat man die wichtigsten Mikronährstoffe. Und einmal dazu wenigstens ein Blutbild, ein Leber, ein Kreatinin und dann auf jeden Fall auch Vitamin D, Vitamin B12, Omega-3 ist ja ein häufiger Mangel, Q10, Eisen, also da Ferritin möglichst messen. Also es wäre schon sinnvoll, wenn man aber für die Hormonparameter das, was du gesagt hast, das gehört immer dazu, Testosteron, Progesteron. Wir haben den Grundstoffwechsel mit Omega-3 und mit Vitamin D und so, der muss erstmal stimmen, das ist ganz wichtig und dann kann man aufbauen. Sehr gut, also man muss schon... Ja, immer wie Bausteine, sage ich immer, die so ineinander greifen. Genau. Ja, und wir geben ja praktisch körpereigene Stoffe zurück oder lebensnotwendige oder nicht lebensnotwendige, aber wichtige Substanzen zurück. Und Vitamin D zum Beispiel können wir alle unmöglich decken und da brauchen wir eine ausreichende Situation. Gilt ja auch als Prohormon, ist ja ein wichtiger Stoff, der ja nicht nur Zellregeneration insgesamt, Knochenschutz, sondern wie man weiß, jetzt ja auch neuerdings einen Krebsschutz wirklich darstellt. Und Vitamin D müssen wir alle in ausreichender hoher Qualität sinnvoll zu uns führen. Wir haben ganz viele Fragen. Wir müssen uns wirklich... Ich kürzer. Ja, musst du wirklich machen. Wir lassen uns meinetwegen 8 Stunden Vorträge machen, da kannst du alles raushauen, dein Maschinengewehr. Aber wir haben ja so ein paar Fragen und die Dame, die gefragt hat, wann sie endlich mit ihren 3 Wochen Periode kommt, als übernächste Frage, bleib Britte dran, it's me. So, oder ist die Frage. Eine Frage war zu dem, was du alles gesagt hast. Wie ist das, wenn man schon mal ein Krebs hatte, zum Beispiel Gebärmutterhalskrebs oder irgendein Krebs hatte, darf man dann noch bioidentische Hormone nehmen oder was muss man ausschließen? Ja, das ist eine schwierige und gute Frage. Also es kommt erstmal natürlich auf die Tumorart an, was man für einen Tumor hatte. Beim Brustkrebs ist es ja momentan nach wie vor leitliniengerecht so, dass ein Brustkrebs, die Diagnose eines Brustkrebs
die Hormonersatztherapie, weil das ein östrogenabhängiger meistens oder ein hormonabhängiger Tumor in der Regel ist. Wobei man immer sagen muss, das Hormon, das Brustgewebe per se ist hormonabhängig, weil das ist das Brust, die Eigenschaft des Brustgewebes in diesen sehr, sehr viele Tumore. Es gibt ein paar Ausnahmen, ein kleinerer Teil, aber sehr viele Tumore sind Brustkrebs, bei Brustkrebs sind hormonabhängige Tumore und damit gilt weiterhin die Leitlinie, kein Östrogen zu ersetzen oder kein Progesteron-Östrogen zu ersetzen, ob es auch nicht bioidentisch. Ich muss gestehen, das ist eine ganz, ganz, ganz schwierige Frage. Ich habe immer wieder Frauen, die verzweifelt zu mir kommen nach dieser Diagnose, auch nach 1, 2, 3 Jahren Stabilisierung, wo die dann entsprechend versorgt worden sind, natürlich in der Behandlung des Tumors, das ist selbstverständlich, und die dann teilweise solche starken Beschwerden haben und gerne niedrig dosiert doch irgendwas einnehmen würden. Beziehungsweise die Antihormontherapie ist ja teilweise wirklich sehr nebenwirkungsreich. Aber man muss das ganz individuell dann mit den Personen besprechen, mit den Menschen besprechen. Ich kann das nachvollziehen, das ist ein Riesendilemma, würde ich sagen. Und ich glaube, da wird auch noch viel, doch noch einiges sich verändern in der Gesamteinschätzung, aber die derzeitige klare Studienlage oder auch klare Einschätzung und auch Leitlinie ist nein, man dürfte oder man sollte, das sind die allgemeinen Einführungen, ich muss das, glaube ich, erstmal so beantworten, aber im Einzelfall, wenn eine Frau sehr starke Beschwerden hat, und das darf natürlich auch immer am Ende des Tages die Frau entscheiden, und ich sage immer, die Frau oder der Mensch ist derjenige, der letztendlich durch hoffentlich ganz viele kompetente und wichtige, zugewandte Beratung letztendlich entscheidet, was sie machen kann. Ja. Gebärmutterhalskrebs ist, glaube ich, deutlich weniger problematisch. Also darunter eine Ersatztherapie sehe ich eigentlich nicht so. Progesteron hat sogar möglicherweise vaginal eine Schutzfunktion. Gebärmutterhals haben wir jetzt gesagt, also Cervixkarzinom. Beim Endometriumkarzinom zum Beispiel, also innerhalb der Gebärmutter, da ist man auch relativ zurückhaltend. Aber auch da gilt Ähnliches, was ich gesagt habe. Ja, also ich bin jetzt bei diesem Thema sehr aufgeregt, muss ich ganz klar sagen. Und ich hätte dir sehr, sehr gerne ins Wort gefasst, aber aus meiner Höflichkeit her tue ich es nicht. Gerade meine Mutter ist ja an Krebs gestorben und so weiter. Und bei diesem Thema bin ich immer so ein bisschen, verstehe ich so manche Sachen nicht. Ich behaupte jetzt Folgendes. Wenn eine Frau Brustkrebs hatte und sie wird danach sich um ihre Leber-Darm-Gesundheit kümmern, dass sie überschüssiges Östrogen ausleiten kann, zusammen mit Brokkoli-Extrakten und mit DIM und so weiter und vielleicht ab und zu mal ein bisschen Exemestan nimmt, kann sie trotzdem Östrogen nehmen, damit es ihr besser geht. Das ist meine Einschätzung. Ich gebe dir total recht, Andreas, aber du weißt, ich werde geköpft, ja, wenn ich das hier offiziell sage. Genau. Also und was heißt über mich köpfen, weil ich habe keinen Doktor. Ich habe deswegen ja immer gesagt, die Leitlinien sagen das. Ich habe Frauen, die sind verzweifelt hier und dann würde ich das tun, wie du richtig sagst. Aber ja, aber das kannst du privat ja auch machen in deiner Sprechstunde und natürlich, und gut, ich will nur sagen, es gibt Möglichkeiten. Ja. Punkt. Genau, aber das habe ich versucht, so ein bisschen verklausuliert auch zu sagen. Das musst du so. Ihr seid forensisch erzogen und deswegen müsst ihr forensisch antworten. Ich verstehe. Aber es ist wirklich ein Drama zu erleben und da gebe ich dir total recht. Es ist ein Drama zu sehen, wie die Frauen, wenn die dann zum Teil den Brustkrebs operiert bekommen, die Bestrahlung im Anschluss, das funktioniert in der Regel sehr gut oder da gibt es ja auch wirklich tolle spezifische Zentren, die gut versorgt werden. Aber danach diese nebenwirkungsreichen Antihormontherapien, diesen kompletten Hormonentzug, das ist wirklich brutal für viele Frauen. Und ich habe da wirklich maximales Mitleid, Empathie und ich verstehe total, dass es ein Drama ist. Und das meinte ich vorhin auch ein bisschen verklausuliert. Ich hoffe, dass ich da in den nächsten Jahren auch noch ändern wird, weil es sind ja so, wenn man zum Beispiel eine Theorie einfach mal so in den Raum stellen darf, desto älter die Frauen werden, desto stärker ist der Tumor in aller Regel hormonaktiv, weil er nicht so, also wenn man ihn sich dann genauer anschaut, weil er nicht mehr so weit entfernt ist von dem klassischen Gewebe. Desto jünger die Frau ist, desto stärker ist er häufig entartet und häufig auch teilweise ja dann nicht mehr hormonaktiv. Und man fragt sich immer, wenn eine Frau vielleicht schon 10 Jahre in den Wechseljahren ist, praktisch kein Östrogen mehr gebildet hat, auch keine Ersatztherapie hatte, einfach mal sagen, hat 10 Jahre keine Therapie, irgendwas eingenommen, kriegt diese Frau mit Mitte 60 plötzlich ein Tumor. Warum ist denn dann der entscheidende zusätzliche Punkt, dieses letzte Stück Östrogen, was sie kaum noch produziert, vielleicht noch mini ein bisschen im Fettgewebe und so, komplett zu entziehen durch diese nebenwirkungsreichen Präparate? Es ist ja die Idee, das wird ja auch so gehandhabt, das ist ja auch das Vorgehen. Das will ich auch nicht, wie soll ich sagen, anzweifeln, aber trotzdem fragt man sich ja immer so ein bisschen,
weil in welchem Verhältnis steht das zueinander? Ja, da kommen wir vom 100. ans 125. Im Bodybuilding macht man genau diese gleichen Experimente und sie leben auch alle noch. Aber egal. Wir haben jetzt noch eine Frage gehabt. Was ist, wenn man zum Beispiel seine Gebärmutter, wenn die Gebärmutter entfernt wurde, was kann man denn bei der Frau jetzt, sag ich mal, entfernen? Es gibt ja Gebärmutter, es gibt Eierstöcke und so. Was kann man da jetzt entfernen? Aus irgendwelchen Gründen ist es entfernt worden? Wie kann man dann noch hormonell eingreifen? Darf man dann noch hormonell was geben? Oder was wird sich auf jeden Fall verändern? Was sollte eine Frau machen? Weil die Ärzte sagen ja, die nehmen wir raus und passiert nichts. Dann kann so leben. Was man jetzt, ist die Frage jetzt, was man entfernen kann oder darf? Ohne ja, wenn, was ist denn jetzt, wenn die Gebärmutter raus ist? Ne? Die werden ja allein gelassen, die Frauen. Ja, die kommen in eine Operation. Ja, und was in der Regel muss man sagen, ist natürlich die Produktionsstätte, natürlich der Eierstock, ist klar, die Eierstöcke. Aber wir sehen ganz häufig, wenn die Gebärmutter wirklich entfernt wird, man muss sich natürlich da immer fragen, warum muss sie entfernt werden? Gibt es nicht noch andere Wege? Kann man, wenn die meistens, häufig ist ja ein Grund, wenn sie sehr starke Blutungen haben, dass das empfohlen wird. Wir kriegen häufig die starken Blutungen teilweise doch noch ganz gut behandelt, wenn man zum Beispiel hochdosiert Progesteron gibt oder indem man auch, wenn selbst wenn das nicht hilft, vaginal mehrfach täglich zum Teil, haben wir dann häufig schon einen guten Effekt. Und wenn man aber zum Beispiel auch, dann gibt es ja auch Möglichkeiten, ganz schonend die oberste Schicht der Gebärmutterschleimhaut zu veröden, dass sie nicht so stark bluten. Also ganz leichte, minimalinvasive Kleinsttechniken, die auch dazu führen können. Aber am liebsten versuchen wir es natürlich erstmal über einen anderen Weg. Manche werden sie sehr starke mit großen Myome haben. Das ist auch manchmal ein Grund, warum das empfohlen wird, weil die dann entsprechend schmerzhaft oder drücken oder Probleme machen. Grundsätzlich ist natürlich erstmal so, wir sind ja viel, viel zurückgehalten worden als früher Gebärmutter zum Beispiel zu entfernen. Wenn sie denn dann entfernt werden müsste, sollte man es möglichst natürlich minimalinvasiv in einem chirurgischen, wirklich, also in einem guten gynäkologischen Zentrum gucken, gibt es nicht doch noch eine Alternative. Und ja, wenn die Gebärmutter entfernt wird, obwohl die Eierstöcke dann in der Regel ja normalerweise nicht mit entfernt werden, kommt natürlich immer auf die Situation an, dann ist es so, dass die Durchblutung so verändert sich, weil die größten kleinen Gefäße ja auch mit sozusagen ein Teil der Gebärmutter durch Blutung natürlich unterbunden werden muss und mit entfernt werden. Und wir erleben ganz häufig, dass die Frauen danach in den Hormonmangel kommen. Und dann sollten die natürlich hoffentlich möglichst eine Begleitung haben. Und dann, auch wenn das dann auch gegebenenfalls natürlich auch ersetzt werden. Oder was schüttelst du oder was? Nee, das haben die nicht. Aber wie meinst du denn? Die kommen dann zu mir und sagen, der Arzt hat gesagt, die wird entfernt, das hat hormonell nichts zu bedeuten, dir kann nichts passieren, du hast dir das eingebildet. Ja? Okay. Also das sehe ich nicht so genau, der Punkt ist total wichtig, das sehe ich nicht so, ich erlebe das ganz oft, dass sie danach ein Problem haben. Es ist nicht zwangsläufig so, aber es ist sehr häufig so, weil eben diese Durchblutung abgetrennt wird, zwar nicht der Eierstock, aber die Durchblutung und dadurch kriegen die häufig doch Funktionseinschränkungen der Eierstockfunktion. Das erlebe ich, das ist ein sehr guter Punkt, wie du es sagst, Andreas. Und was sollen die tun? Die sollen bitte dann messen lassen, sich dafür einsetzen, dass sie die Hormone messen lassen, dass sie nicht aufgeben, dass sie wirklich versuchen, auch gerne als vielleicht, was heißt als gerne, aber das dann vielleicht als Igelleistung zu erbitten, die wichtigsten Hormone zu messen und dann sich entsprechend auch begleiten zu lassen. Ja, das fehlt. Also ich glaube, Frauen werden grundsätzlich nicht gut versorgt. Ja, deswegen glaube ich, können wir nur über Schulungskonzept, das meine ich wirklich ernst. Wir können du musst den Ärzten das erklären. Genau, ich glaube, wir brauchen Schulungskonzepte für Ärzte und das ist nicht negativ gemeint. Ich fand es vorhin auch, du sagst das gut, auch vor dem Hausarzt, der kann da gar nichts für. Der kann das nicht in seinem Setting machen. Wir brauchen Schulungskonzepte und wir müssen uns flächendeckend dafür einsetzen, dass das mehr und mehr Ärzte, und ich glaube, dass auch viele total offen dafür sind, auch gewillt. Und ich erlebe das immer wieder auf Kongressen, dass ich angesprochen werde, wo kann ich das lernen, wie können wir das machen? Und ich werde dir total dankbar, und auch im Rahmen das, was ich vorhin alles erwähnt habe, in solchen Plattformen, lass uns das aufbauen, lass es uns die nächsten Jahre angehen, dass wir ein kleines Stückchen besser diese Versorgung, und vielleicht dann kommen viele andere nach und wir können die Versorgung verbessern. Ja, das ist ein Riesendilemma auch, genauso wie du sagst. Wir haben noch zwei also Fragen, die jetzt in dieser jetzt kamen, die würde ich gerne noch sagen. Fragen, eine Frau ist 51 und blutet seit 3 Wochen. Was ist da los? Das ist
natürlich immer schwer, sozusagen direkt zu sagen, müsste natürlich einmal eine gynäkologische Untersuchung machen, auch ganz wichtig mit dem Ultraschall dazu, schauen, was da los ist. Sehr häufig ist es so, dass ich erlebe, gerade Anfang 50, Ende 40, dass die Frauen teilweise noch schubartig massiv hohe Östrogenspiegel haben, viel Gebärmutterschleimhaut aufbauen und das Progesteron, der wichtige Gegenspieler, ich sage immer, es ist wie eine Münze, Progesteron und Östrogen gehören beide zusammen, dass Progesteron schon Jahre vorher nicht mehr ausreichend gebildet wurde, sich viel Gebärmutterschleimhaut aufbaut und es dann zu diesen kontinuierlichen Blutungen kommt, weil einfach das Progesteron fehlt und sich teilweise, die ist auch nicht mehr richtig abblutet, weil der Zyklus kommt so durcheinander. Das heißt, teilweise haben wir Gebärmutterschleimhaut aufgebaut über Monate hinweg, die ist nicht richtig mehr abgeblutet. Ich sage immer, das ist mehr feingetuned. Wenn jemand Ende 40, Anfang 50 ist, der diese ganze Hormonregulation nicht mehr feingetuned, aber der Eierstock will nicht aufgeben in seiner Funktion, wird von der Hypophyse durch FSH stimuliert und schießt manchmal schubartig richtig hohe Östrogenspiegel aus. Und ein ganz wichtiger Punkt, hätte ich beinahe vergessen, viele Frauen entwickeln in dem Zeitpunkt auch Eierstockzysten, Ovarialzysten und die produzieren Östrogen. Und dann haben die teilweise Östrogenspiegel von 700, 800, also 3-, 4-, 5-fach so hoch. Und dann bluten die wie verrückt, weil die eine hohe Östrogenspiegel haben. Da muss man Östrogen, so wie du es manchmal sagst, runterbringen. Möglichst die, dann gibt man teilweise sogar, manchmal reicht dann auch nicht nur Progesteron zu geben. Manche geben dann für eine ganz kurze Zeit, 2 Wochen, nochmal potentere Präparate. Aber da muss man unbedingt die Hormone messen lassen und eine gynäkologische Untersuchung. Selten mal sind das Polypen oder sowas, aber das ist, glaube ich, halte ich für unwahrscheinlich. Ich glaube, dass sie einen sehr hohen Östrogenspiegel hat, bevor das System ganz runter geht. Entweder noch eine Zyste. Geht das nochmal hoch? Geht das nochmal richtig hoch? Der Eierstock, wie gesagt, der will nicht aufgehen. Die Hypophyse sagt von oben, jetzt mach mal Eierstock, produziere mal ordentlich noch Östrogen. Dieses Feintuning ist weg, dieses Feindosierte, und dann kommt es zu diesem Durcheinander. Ich hatte eine Frau, die hatte das auch, die hatte FSH bei 96. Mhm. Dann ist das steigt über 100 an. Dann bist du natürlich Östrogen da ganz oben, und dann hat sie zu mir gesagt, ich blute wie ein Schwein. Also genauso ist das dann auch 3 Wochen lang Blutung, genau. Also, ich habe da meine eigenen Dinge. Ich würde tatsächlich, aber nee, wir wollen ja keine Medikamente sagen. Die nächste Deswegen Sache meine ist, ich das, was du vorhin empfohlen hast, ne? Dass man halt das Östrogen unterdrückt und das Progesteron unbedingt hoch anhebt. Teilweise müssen die, das machen manchmal die Gynäkologen, noch 14 Tage dann Gestagen geben, aber auf jeden Fall ist wichtig, wenn die Frau natürlich theoretisch Östrogen zuführen sollte zu dem Zeitpunkt schon, dann natürlich sofort absetzen. Ja. Absetzen, ja. Beides, damit das einmal richtig abbluten kann und einmal gynäkologisch gucken. Ich meine, wir wissen, dass das Problem eigentlich schon seit Jahrzehnten besteht. Erinnert euch vielleicht, früher haben die Frauen, ältere Frauen von heute, haben häufig keine Gebärmutter mehr. Weil das ist leider eine Situation, dass die Blutungsphase oder die Blutung teilweise so viel stärker wird, wenn die Frauen Mitte, Ende 40 sind, fürchterlichen Eisenmangel kommen, in ein Desaster. Und früher hat man den Frauen die Gebärmutter einfach relativ schnell, unkompliziert und gesagt, brauchen wir nicht mehr, kriegt man ja keine Kinder mehr und weg mit dem Ding. Was natürlich in keinster Weise sinnvoll ist, sind wir uns klar darüber, dass das nur noch, wenn es wirklich nicht anders geht, und dass wir da eben einfach auch wieder vorbeugen müssen, rechtzeitige Gabe von Progesteron, den Ausgleich und dann. Aber wenn das natürlich am Zeitpunkt so hoch ist, dann ist es natürlich nicht aber manchmal ganz einfach, dann in dem Moment direkt. Aber grundsätzlich kann man einfach sagen, Progesteron hilft, dass es nicht zu diesem starken Gebärmutterschleimhaut und diesem Überschuss, dieser, wie man das ja dann manchmal auch nennt, Östrogen-Überschuss-Dominanz führt, dieses Verhältnis einfach. Es ist eben häufig ein Progesteronmangel vorhanden. Ja. Eigentlich kann man sagen, eine Frau ab 50, die produziert praktisch nie mehr Progesteron. Also es ist extrem selten. Also eigentlich kann man sagen, mit 50 ist der Progesteronspiegel ganz niedrig. Häufig, wie gesagt, schon deutlich, deutlich viele Jahre davor. Und Östrogen schwankt. Wir haben Frauen mit 53, die haben schubweise noch richtig hohe Östrogenspiegel. Und dieses Dilemma führt dann häufig zu diesen starken Blutungen. Ja, der Körper bäumt sich nochmal auf. Er möchte eigentlich noch Kinder machen oder Kinder bekommen, aber es geht nicht mehr. Genau. Dann lass uns noch ein Buchtipp, war noch jemand hat einen Buchtipp genannt wegen Nebenniere. Es gibt ein Buch, das heißt Grundlos erschöpft. Das wird von manchen Endokrinologen anerkannt und von manchen gar nicht. Ja, die sagen, es gibt keine Nebennierenschwäche. Das gibt es nicht. Die Nebenniere kann nicht schwach werden. Es gibt so richtige Krankheiten mit der Nebenniere, Basen und so. Aber das gibt es nicht. Und da gibt es die 2 Lager. Ne? Ich war mal bei so einem Endokrinologen hier in Hamburg und ich war dann damals, hatte so mein Burnout, war komplett durcheinander und da kannte ich dich noch nicht. Da bin ich dahin und der hat alles Mögliche mit mir gemacht und habe ich dann so zu ihm gesagt,
Ja, Nebennierenschwäche, sagt er zu mir, sowas gibt's nicht, warum sagst du denn her? Ich sage ja aus dem Buch, grundlos erschöpft. Ach, das haben Ökotrophologen geschrieben, die haben keine Ahnung. Weißt du, das war, also wir beide sind nicht zusammengekommen. Dann, ne, hatten eine fette Rechnung bekommen und fertig. Also das Buch selber ist schon gut. Dann versteht man auch viel besser Cortisol und Insulin und Blutzucker, weil das war ja auch noch eine Frage der Teilnehmerin hier. Wie kann man... ich finde das Buch super, wenn ich das sagen darf. Als ich zum Beispiel über die biodynamischen Hormone, da war ich bereits Endokrinologin, da gibt es ja immer so eine Geschichte, erzähle ich jetzt aber nicht, wie ich mit den biodynamischen Hormonen engeren Kontakt bekommen habe, war ja über eine ältere Ärztin, die nur mit biodynamischen Hormonen arbeitet. Das ist jetzt schon fast 10 Jahre her. Und diese habe ich besucht, die hat mich damals toll geteacht, muss ich sagen, das werde ich dir nicht vergessen, war besonders, in besonderen, hat viele Eigenschaften auch, aber die hat mir zum Beispiel mich hingesetzt und im ersten Nachmittag, als ich sie besucht habe und sie angefangen hat zu teachen, hat sie mir ganz viele Bücher rausgeholt, unter anderem die Hormonrevolution von Michael Platt und natürlich, was die grundlos erschöpft. Und ich muss sagen, ich aus der Uniklinik frisch kommt, sozusagen, was heißt frisch, aus der Uniklinik rausgefahren, dieses Buch in die Hand genommen und gesagt, was ist das denn? Davon haben wir nie was gehört. Ich habe mich fasziniert, das Buch, und ich glaube, der Weg, wie immer, da liegt dazwischen. Ich glaube, wenn der klassische Hardcore, wenn ich das so nennen darf, Endokrinologe sagt, es gibt keine Erschöpfung der Nebenniere, dann meint er einen Totalausfall der Nebenniere, wie bei einem Morbus Addison, einer Autoimmunerkrankung, wo kein Cortisol mehr gebildet wird. Aber es gibt, da glaube ich, kann man sagen, fast das Wort natürlicher, es gibt die Situation, dass Menschen, die unter einer massiven Stressbelastung, einem massiven Erschöpfungssymptom oder Syndrom, also die massiv erschöpft sind, die ständig unter Cortisol, Power, unter Sympathikotonus stehen, da sehen wir ja auch an den DHEA-Spiegel der Vorstufe, dass die tatsächlich eine schlechtere Tagesrhythmik haben, dass sie diesen morgendlichen Anstieg gerade noch schaffen, aber dann über den Tag ganz flach sind die Kurven, also dass wir nicht mehr Cortisol so optimal regulieren können und dass der Nebenniere, wenn man so will, nicht gut geht, weil sie praktisch sekundär durch die massiven Belastungen, also als Folge davon, nicht mehr richtig perfekt arbeitet und dann kann man die unterstützen. Und ja, das ist kein kompletter Ausfall wie bei einem Addison, ja, oder bei einer, bei den anderen Erkrankungen der Hypophyse zum Beispiel, die ja die Nebenniere steuert. Aber ich glaube, das ist mehr fast eine Form der Definition. Ja, also ich finde Grundlos erschöpft ein tolles Buch, eindrucksvoll und erklärt viel. Und da ist sicherlich, ich glaube, man kann es nicht von der Hand weisen, dass die Nebenniere durch bestimmte Zustände massiv geschwächt werden kann. Dann haben wir, gut, also wenn sich jemand für Hormone interessiert, können wir grundsätzlich sagen, du solltest dich interessieren für das Thema Nebenniere, dich für das Thema Schilddrüse und Geschlechtshormone. Also du musst alle drei Achsen immer beurteilen, nicht nur eine Achse. Ja, der Internist wird wahrscheinlich nur die Schilddrüse sich angucken oder so. Ne? Ja, und der Frauenarzt, wollte ich gerade sagen, der guckt sich nur Östrogen an, aber der guckt sich nicht Cortisol an. Und auch kein Progesteron. Manchmal nimmt er auch nur Östrogen, ja, auch kein Progesteron. Das machen sie auch. Ja, das weiß ich, habe ich auch alles schon gesehen. Manche geben auch dann so, ohne irgendwelche, damit die Frauen endlich die Ruhe nicht mehr nerven, geben sie irgendwelche Hormone, obwohl es gar keine Werte gibt, weil die gar nicht interpretieren möchte oder kann. Aber wir wollen immer niemanden und schützen, das ist alles besser. Genau, das ist mir ganz wichtig. Und wichtig immer nochmal zu sagen, dass die Labornormwerte, die daneben gestellt werden, altersadaptiert sind. Das heißt, da steht dann oft zum Beispiel Östrogen niedrig. Ich sage jetzt mal, die Frau ist 52, dann steht da Östrogen als Norm, altersadaptiert wird. Und eine Frau mit 52 in der Regel kein Östrogen mehr bildet. Da sind viele auch manchmal noch irritiert und sagen, ja, aber es ist doch ein Normbereich. Dann sagen die ja altersentsprechend im Normbereich. Aber altersentsprechend eben niedrig, wenn man das Wort altersentsprechend dafür nimmt. Ist auch immer nochmal wichtig, darauf hinzuweisen. Die alle zu messen. Ja, genauso wie bei Schilddrüsenwerte gibt es 10% oder 66%. Genau. In der Norm. Das eine ist nie tiefnormal, andere ist hochnormal. Genau, also das könnte man auch Vorträge zu halten, wie ob es Drohwerte oder Frohwerte. Ich wollte nur sagen, genau, da ist es immer wichtig. Ne, es ist nicht unbedingt gleich so, dass wenn er sagt, der ist normal oder der ist, ne, dann muss man halt schon gucken, was meint er jetzt genau mit normal? Ist er altersentsprechend niedrig normal oder ist er wirklich noch, wird er normal noch gebildet? Also das ist eben so ein bisschen, muss man echt wirklich genauer hingucken. Super. Wir wissen, was viele vielleicht nicht wissen, du bist Endokrinologin und Diabetologin. Und jetzt wollen wir mal ganz kurz über Diabetes sprechen, beziehungsweise über Insulinresistenz, über Blutzuckerschwankungen und auch Insulin. Wir wollen einmal ganz kurz sagen, ihr da draußen,
Ihr könnt Insulin nicht selber messen, dafür gibt es keine Home-Tests. Das kann man nur beim Arzt machen. Man kann Blutzucker messen mit dem sogenannten Freestyle Libre. Meiner ist gerade gestern wieder abgelaufen, morgen kriege ich 9. Also es war ein Gerät, was so ein Knopf, den man auf dem Arm macht, und der auf dem Handy sieht man dann seinen Blutzucker. Und dann kann man sehen, was geht hoch, was geht runter, welche Lebensmittel sind gut, schlecht, welche Situationen sind gut oder schlecht. Und eine Dame fragte mich, wie kann man Blutzucker und Insulin sozusagen in der Range halten, dass man kein Diabetes bekommt. Jetzt kommt die Diabetologin. Aber man muss auch die Nebenwirkungen beobachten. Das, glaube ich, machen viele nicht. Also alles, was wir natürlich gesagt haben, prinzipiell die Hormone messen, schauen. Aber grundsätzlich wissen wir ja, dass jegliche Form von Zucker und Kohlenhydraten, und da ist mir immer ganz wichtig zu sagen, dass es nicht nur der klassische weiße Zucker ist, der den Blutzucker schnell ansteigen lässt. Und wir versuchen, oder erstmal grundsätzlich vielleicht nochmal zurück, wir versuchen, den Blutzucker möglichst stabil zu halten. Und zwar versuchen wir, oder unser Bestreben, auch unsere, insbesondere unserer, auch der aller Ernährungsmediziner und Diabetologen, möglichst nicht zu viel Insulin ausschütten zu müssen. Und wann schütten wir Insulin aus? Wenn unser Blutzucker ansteigt. Und insbesondere, wenn er schnell und stärker ansteigt, schütten wir verstärkt Insulin aus. Und wir wollen diese hohen, ständigen, verstärkten Insulinausschüttungen, die auch irgendwann dann nicht nur das System erschöpfen können, sondern auch eben einfach, Insulin ist ein Wachstumsfaktor, Insulin mästet uns, Insulin ist, sage ich mal, wie Dünger fürs Fettgewebe. Also Insulin baut Fettgewebe auf. Wir können nicht in die Fettverbrennung gehen, wenn wir verstärkt Insulin ausschütten. Daher kommen die gesamten Empfehlungen, Zucker und Kohlenhydrate stark zu reduzieren, lange Zeiten zwischen den Mahlzeiten zu lassen, damit wir auch bei einer Kleinigkeit, auch einem Apfel zwischendurch, kommt es zu einer Blutzuckererhöhung, anders als sich viele vielleicht denken. Und das sieht man eben wunderschön, zum Beispiel da mit dem Freestyle Libre, ist für jedermann wirklich total spannend, das mal messen zu lassen, einmal mal 14 Tage zu schauen, welche Situation, allein schon welche Tageszeit, welche Kombination von Mahlzeiten, Essen verbessert oder reduziert einen starken Blutzuckeranstieg. Also es ist immer das Bestreben, den Blutzuckeranstieg, den schnellen, starken zu reduzieren und damit die auch indirekt oder direkt, nicht indirekt, die Insulinausschüttung möglichst gering zu halten. Also unser ambitioniert, also wir zum Beispiel in der Ernährungsmedizin sind immer total stolz darauf, wenn wir möglichst niedrige Insulinspiegel haben oder wenig Insulin ausschütten. Natürlich darf man nicht vergessen, dass Insulin ein lebensnotwendiges Hormon ist. Wir brauchen natürlich alle ein bisschen Insulin. Das ist keine Frage. Wir wissen, dass der absolute Insulinmangel, der Typ 1 Diabetiker, der braucht natürlich lebensnotwendig Insulin, um die Körperfunktion, um den Energiehaushalt in der Zelle aufrechtzuerhalten. Insulin transportiert ja den Zucker aus dem Blut in die Zelle, dort als Energiequelle. Und wenn die Zelle verarmt an Zucker, das ist ein Drama, das ist gar keine Frage. Aber zu viel und ständig Insulin auszuschütten, verstärkt, was wir eben induzieren durch zum Beispiel schnell aufnehmbare Zucker jeglicher Art. Und das ist ganz wichtig, das ist nicht nur der weiße, das ist der braune, das ist der Honig, das ist der Algarvenextrakt. Und ganz, ganz, ganz wichtig, auch das Obst, bis auf ein paar Beeren, sagen wir immer, das nicht so stark den Blutzucker, erhöht Obst, Fruchtzucker genauso den Blutzucker. Eine Banane zum Beispiel verdoppelt innerhalb von einer halben Stunde den Zucker aufs Doppelte. Das ist eindrucksvoll zu sehen, dann auch zum Beispiel in den Messungen. Und es ist nicht so, wie anders als man früher sagte, immer, die ist doch nur die Süße aus der Frucht und das ist ja die Natur. Es erhöht halt massiv den Blutzucker. Und ja, wenn wir ein bisschen Obst, ein klein bisschen mal als Nachtisch verpackt mit der Mahlzeit, mit der großen, mit der mediterranen Mahlzeit, dann geht der nicht ganz so schnell hoch. Im Extremfall, wenn ich mir jetzt einfach noch den klassischen Smoothie, der ja eine Zeit lang so unfassbar beliebt war, aus Obst mache, wenn ich da auch noch viel rein tue, wenn ich das auch noch sozusagen als Saft trinke, dann geht der innerhalb von Minuten massiv nach oben und das wollen wir unbedingt vermeiden. Wir wollen das also verpacken, wir wollen möglichst wenig, natürlich wollen langkettige, wie wir sagen, oder langsam ins Blut ansteigende Blutzuckerspiegel erreichen und dadurch schütten wir weniger Insulin aus. Damit schützen wir auch im Prinzip unser Insulin, dass das Insulin nicht irgendwann, ich sage jetzt mal, die Kraft, die Wirkung verliert, wir in diese sogenannte Insulinresistenz übergehen. Das wäre ganz, ganz, ganz wichtig. Lass uns für die Praxis einmal sagen, dass, wenn man sowas viele Leute machen, was wäre das Schlimmste für den Blutzucker für Leute, die jetzt nicht mega sportlich aktiv sind? Wir müssen auch unterscheiden, jemand, der jeden Morgen laufen geht und jeden Abend noch Sport macht
und 10.000 Schritte und so, für den ist es, glaube ich, nicht so wichtig, weil er wird den Zucker irgendwie immer verbrennen und wird den abarbeiten. Aber jemand, der den ganzen Tag im Büro arbeitet, nicht so viel sich bewegen kann oder möchte, würde ich sagen, die Kombination, die man häufig so sieht, Banane plus ein Kaffee, ist dann schon sehr, sehr blöd. Genau, eine Banane, wenn man einmal um die Alster hier läuft zum Beispiel, ist so völlig okay King. Und wir sehen jetzt, ich sage mal, im stärkeren Fall, ne, wenn die Leute Marathon hier in allen Hamburg, was ja immer ein Riesenereignis ist, laufen, dann sind an jedem Stand Bananen, ja, aber das ist halt ein massiver Blutzuckererhöher. Und ja, das kann ich machen, wenn ich mich entsprechend bewege. Und das sieht man ja auch wieder ganz toll, finde ich auch toll mit diesen Messungen, mit diesen Freestyle-Liebesensoren, dass wir wirklich sehen können, wie viel macht. Es gibt ja einen insulinunabhängigen Transport von Zucker aus dem Blut in die Zelle hinein, insulinunabhängig, durch muskuläre Bewegung. Also wenn wir sehen, dass wir uns nach der Mahlzeit nicht hinsetzen, sondern danach irgendwie eine Runde laufen, und das muss gar nichts Spezielles sein, ich meine jetzt gar nicht nur joggen, man kann auch einfach mal die Treppe hoch und runter nehmen. Also es können auch ganz einfache Situationen sein, man braucht gar nicht unbedingt sich da immer gleich so einen riesen Stress machen. Viele sagen dann, ich kann es nicht umsetzen. Einfach die Treppe nehmen, einfach um den Block einmal gehen, was auch immer, dann sieht man schon, dass der Blutzucker sich besser abbauen lässt und schneller nach unten geht, beziehungsweise dass sich stabilisieren lässt und gar nicht erst auch zu diesen starken Schwankungen dann führt. Und wir gar nicht Insulin ausschütten müssen. Also wir versuchen immer zu verpacken. Wir haben ja früher immer Zwischenmahlzeiten empfohlen. Das hat man eigentlich komplett verlassen. Man versucht eher lange Zeiten dazwischen zu lassen aus unterschiedlicher Situation. A, wollen wir nicht immer wieder diesen Blutzuckeranstieg, dass der Körper ständig wieder beschäftigt ist, diesen Blutzucker zu regulieren oder diesen Stoffwechsel zu regulieren, sondern wir wollen diese Zeit nutzen. Wir sagen, dann erst finden Zellreparaturmechanismen statt, sogenannte Autophagie, wenn wir lange Zeiten dazwischen lassen. Außerdem gilt Insulin als Wachstumsfaktor und kann langfristig die Gefäßinnenschicht, das Endothel, also die Innenauskleidung der Gefäße, der Blutgefäße schädigen. Und auch Insulin wissen wir zum Beispiel, Menschen, die adipös sind, die übergewichtig sind, die schütten ja auch in der Regel häufig zu viel Insulin aus, beziehungsweise sind insulinresistent. Das Insulin wirkt nicht mehr in gleichermaßen. Die müssen mehr ausschütten, um ihren Blutzucker noch irgendwie einigermaßen unter Kontrolle zu halten. Und wir wissen, dass diese Menschen tatsächlich, ich will das jetzt gar nicht, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, negativ ausdrücken oder stigmatisieren, aber wir wissen, dass Menschen mit Adipositas ein erhöhtes Krebsrisiko haben. Das ist gezeichnet. Ja, ist leider so, das wächst dann alles. Dann kommt mTOR dazu und so weiter und dann wächst das. Ne? Wir haben ja zwei verschiedene Stoffwechselvorgänge im Körper, aber dürfen wir jetzt gar nicht ausholen. Wichtig ist einfach nur das Wort verpacken. Was du gesagt hast, ist also besser, meinetwegen um 8, um 12 oder um 18 Uhr zu essen, aber dann eine komplette Mahlzeit verpacken, also Eiweiß, Fette und Kohlenhydrate, ist besser als zu snacken, morgens ein Schokoriegel vielleicht, nachmittags eine Banane und einen Kaffee, wo du denkst, oh geil, Banane, Obst ist gesund, aber Banane macht Blutzuckerachterbahn, Cortisol macht Blutzuckerachterbahn, und dann kann es natürlich sein, dass du auch abends viel zu viel isst, weil der ganze Blutzucker durcheinander ist, und das Schlimmste ist aber, weil du wieder Heißhunger kriegst, kriegst du wieder Appetit, wenn der Blutzucker so... Aber ich sag dir, was das richtig Schlimme ist. Wenn du das jeden Tag machst, auch wenn du keinen Heißhunger hast und du machst jeden Nachmittag diese Blutzucker-Cortisol-Achterbahn, Cortisol wirkt nach, dann wachst du nachts um 3 ständig auf und kannst nicht mehr schlafen und musst dann aus Reflex gehst du Pipi machen, aber eigentlich hast du dir die Nacht versaut, weil du jeden Nachmittag den Blutzucker mit Cortisol durcheinander gebracht hast, durch die Banane und in den Kaffee. Wenn du ihn nicht abbaust. Wir reden hier nicht von supersportlichen Menschen, die haben da kein Problem mit. Aber Leute, die jetzt einfach nur ein bisschen sich bewegen und haben auch nicht die Zeit und nicht den Bock zu trainieren, die werden damit ein Problem bekommen. Absolut. Und wir wissen ja, dass die Deutschen 3500 Kalorien durchschnittlich am Tag essen. Und es ist halt eben so, es ist so positiv. Jeder denkt immer, ja, aber wie nehme ich denn meine Vitamine zu mir, zum Beispiel durch Obst, ja? Dann denken die immer, wie mache ich das denn, wie man isst, soll weniger Obst essen oder möglichst gar kein. Wir sind wirklich in der Ernährungsmedizin total zurückhaltend geworden damit, weil wir eben nicht diese Blutzuckeranstiege haben. Bei Süßigkeiten weiß das jeder, aber bei Obst ist es eben nicht so bekannt. Man kann problemlos, sage ich immer, durch einen Spritzer Zitrone, durch eine Viertel Paprika, durch Gemüse die Vitamine decken. Wir brauchen dieses Obst. Gerade im Herbst, sich die Leute teilweise abends noch die Teller Obst, also sozusagen Mandarinen, Apfelsinen, was weiß ich, was alles schälen, weil sie glauben, dass es stärkt ihr Immunsystem. Zucker, wissen wir ja, hohe Blutzuckerspiegel schwächen unser Immunsystem. Also
Also es ist eigentlich nicht sinnvoll, muss man einfach sagen. Und das können wir eben toll an diesen Messungen sehen. Und das wissen wir schon seit vielen Jahren, dass es wirklich so ist, dass wir da, anders als man eben früher gedacht hat, keine wesentlichen Unterschiede macht zwischen der Blutzuckeranstieg. Ach so, und was ich noch sagen wollte, das war mir jetzt gerade kurz, früher hat man ja zum Beispiel so in den klassischen, sag mal, bürgerlichen Familien, da hat man gekocht und hat mittags gegessen zum Beispiel oder auch am späten Nachmittag und hat hinterher ein ganz kleines Stückchen Birne zum Beispiel gegessen als Nachtisch. Ja, das ist eben ein Nachtisch. Das ist im Prinzip eine Form von Süßigkeit. Und das ist vielen nicht so wirklich klar. Und wir haben Menschen, die nehmen Gewicht ab, indem sie hauptsächlich, also erstmal zumindest das Obst weglassen, dieses ständige zwischendurch essen. Die können das auch durchbrechen. Das ist mir immer ganz wichtig. Oft haben die dann ja auch so das Bedürfnis, den Hyper, dieses Craving. Und das haben wir, wenn wir mal 5, 6, 7 Tage das wirklich durchbrechen, ne, und auf Alternativen umsteigen, viel Obst, Tomate, Gurke, Paprika, wenn man auf Nüsse umsteigt, keine Rosinen, keine Feigen, keine Datteln, ne, oder Trockenobst, das ist auch so ein Problem, das sind ja wirklich wie Zuckerstücke, dann können wir das nach kurzer Zeit auch durchbrechen und dann haben wir auch gar nicht mehr so das Bedürfnis. Ja, ich habe ja gerade diesen Stoffwechsel-Reset gemacht von Insomed und ich sage dir eins, ich habe bis heute noch keine Schokolade, noch keine Gummibären gegessen, obwohl das immer so meine Welt war. Ich habe da überhaupt keinen Bock mehr drauf, weil ich das jetzt 9 Tage nicht gemacht habe und ich habe leider 5 Kilo abgenommen. Ja, also andere werden wahrscheinlich sagen, yo, toll, 5 Kilo abgenommen. Für mich war das zu viel. Ich musste zwischendurch wirklich das Dreifache essen, damit ich überhaupt mein Gewicht halten kann. Aber du merkst es, wenn du dich eine Zeit lang, das, was du jetzt gesagt hast, unterbrichst, wenn man sich wirklich, das waren nur 9 Tage, wenn man sich 9 Tage an etwas hält, dann merkst du, wie es dir besser geht und du hast nachher, ich will nicht sagen, Ekel ist Quatsch, aber du sagst, ey, was soll ich jetzt mit Schokolade? Bringt doch gar nichts. Total. Und das ist wirklich das, was wir auch wirklich immer, wenn das ist mir so wichtig, auch zu motivieren, weil viele sagen, oh, ich schaffe das nicht und ich verstehe das gar nicht mehr. Hat irgendwie letztens jemand so ganz süße Marzipanherzen oder so Schokoladenherzen hier mitgebracht. Die liegen da immer noch unter meinem Computer, die sehen irgendwie süß aus und fragen mich manche, ja, wie kannst du das hinkriegen, wie machen sie das, dass sie die jetzt nicht essen wollen? Das Bedürfnis hört wirklich auf. Also es ist wirklich ein Unterschied. Und man fühlt sich besser, man fühlt sich vitaler, man hat nicht diesen Müdigkeits-, diesen Konzentrationsschub nach unten, wenn das wieder runtergeht. Es ist wirklich wert, zu sagen, okay, ich versuche das mal, ich halte das ein paar Tage durch, ne, gerne natürlich auch mit Unterstützung von all dem, was wir eben schon so gesagt haben. Und das ist es, ich glaube, man muss sich einfach, ja, man muss einfach ein bisschen umdenken und einfach mal probieren. Ja. Und auch nicht schlimm, wenn man mal einen Tag es dann doch nicht richtig hinkriegt. Immer mal wieder sagen, okay, ist nicht schlimm, jetzt starte ich nochmal neu und versuche es nochmal. Und ich glaube, das ist einfach... Und wie gesagt, viele setzen zum Beispiel Süßigkeiten und sagen, Obst ist doch besser als die Süßigkeit. Aber damit funktioniert es eben auch nicht richtig. Ich musste hier gerade mal mein Handy laden, deswegen wackelt es hier gerade so. Ja, du musst jetzt gleich raus, weil du hast gesagt, genau, du hast erstens keinen Ich muss jetzt eigentlich dringend los. Und zweitens wollten wir nur noch eine Dreiviertelstunde machen, meine liebe Petra. Ja, hat du sammelst immer so viel Spaß gemacht. Wir machen das gerne jederzeit wieder. Ja. Und ihr könnt ja auch nochmal Fragen sammeln, wenn ihr Lust habt. Oder was auch immer. Wir haben uns nicht alle geschafft, aber das ist ganz normal bei uns beiden. Ich kann es ja auch nächstes Mal. Mal versuchen, ein bisschen weniger zu sagen. Und dann wir machen das mal so, Andreas, dass wir das mal versuchen, in so verschiedene Bereiche aufzuteilen oder so. Versuchen wir eigentlich auch immer, aber es klappt immer eingeschränkt. Aber es liegt an mir. Du weißt einfach zu viel und so, das ist doch schön. Dann lass uns jetzt gleich Feierabend machen. Wir können ja noch mal eben so eine Minute warten. Wir kriegen gerade ein paar Herzchen geschickt, sehe ich. Vielleicht kann noch jemand eine Frage reinstellen, die wir nicht geschafft haben oder die wir nächstes Mal machen wollen. Und ich bringe dann Petra nächstes Mal ein Stativ mit oder ihre Tochter kommt. Ja, ich kann mir auch mal eins bestellen. Also ich kriege das schon hin mit dem Stativ. Ich habe das nur laden müssen. Ich kann mich auch mal umdrehen. So. Ich muss jetzt nochmal laden und deswegen kann ich das nicht mehr richtig da festklemmen. Aber ein Stativ wäre, glaube ich, eine gute Idee. Ja, es wird aufgenommen, es wird aufgezeichnet, es wird gleich hochgeladen. Es wird dann noch morgen, mache ich das noch ein entsprechende Caption dazu, also eine Inhaltsbeschreibung. Toll. Und Friede hat also noch eine Frage, die schaffen wir heute nicht mehr. Da geht es um HRV und so. Das müssen wir dann tatsächlich nächstes Mal machen. Das ist doch auch spannend, ist doch auch schön, wenn wir jetzt immer wieder da so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Interesse haben und dass wir das unterschiedlich machen. Jetzt wissen wir, wie live geht. Jetzt musst du nur noch deinen Creator einstellen, dass es auf deinem Kanal auch gleichzeitig läuft. Das kriegen wir auch noch hin. Also die Technik kriegen wir auch noch super hin. Ja, also und dann, es ist jetzt auch nicht so, dass ich da irgendwie abgelehnt bin, überhaupt nicht. Es ist einfach nur manchmal Zeit. Ich bin dir total dankbar, dass wir das zusammen machen und ja, wir stellen das einfach. Dann machen wir das.
das mehr und zunehmend. Du kannst dich ja bewerben für unseren Frauengesundheitstag als Sprecherin. Und dann sehen wir uns. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Also, alles Liebe an euch, ne? Und euch noch einen schönen Abend. Viel Spaß beim Tatort. Tschüss. Ciao.